So, und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn, beziehungsweise Frozen Wilds. Ich will eigentlich immer Frozen Wilds sagen, aber es ist so drin. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder da kommen. Und zwar, wir sind ja jetzt letztes Mal hier runter gerusht. Und ich wollte jetzt eben noch einmal kurz zurück. Wir haben hier aber auf jeden Fall noch eine Quest, die wir natürlich auch noch machen können. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen Blauglanz. Hier war irgendwo dieser dämonische Donnerkiefer, wo ich einmal kurz hier, glaube ich, an dieser Stelle war das, runtergegangen bin und dem dann die Arme gelaufen bin. Das war unglücklich. Lass uns mal erst die Quest da vorne annehmen. Mal schauen, was das ist. Vielleicht ist das ja was, was wir unterwegs auch noch erledigen können. Sie scheitert niemals. Aber falls doch, dann kann ich einen Speer am weitesten werfen. Und ich kann am schnellsten Eis hinaufklettern. Ihr habt eine Prüfung bestanden. Die nächste ist die des Schweigens. Die sehen so cool aus, finde ich. Auf bessere Zeiten als die jetzigen. Richtig nice. Moin. Was machen deine Jäger so weit hier draußen? Wir sind Weißzähne, hinabgestiegen vom Kiefer des Ban-Ur, um die Willigen zu prüfen. Ein Test? In diesem Jagdgebiet? Nein, es ist eine Prüfung. Überlebe wie unsere Vorfahren auf dem Gletscher am Messerpfad. Dieses Mal war es rau. Zwei müssen noch zurückkommen. Wir warten. Dann segnen wir ihren Versuch. Dann gehen wir. Hm. Ein Test. Die missvermissten Jägerin. Ja, zwei scheinen ja noch nicht wieder. Urea und Arata. Cool, wir können die auch darüber befragen. Die Weißzähne. Warte mal kurz erst nach den Weißzähnen. Wer sind die Weißzähne? Krieger. Die Ersten und Besten. Alle jungen, kampflustigen Jäger wollen bei uns sein. Jetzt sind die Maschinen wütend. Es gibt immer Kämpfe. Uns geht es gut, was, Schamanin? Jeden Tag schlägt der Blitz in den Staub der Schlacht. Jede Nacht wird ein neuer Name im Lied verehrt. Um was genau geht es bei der Probe? Sich dem Gletscher stellen und vier Tage und Nächte ausharren. Nur mit diesem gefrorenen Boden und den Maschinen. Unsere Schamanin segnete die Probe und erlaubte das Ausbeuten. Metall zur Waffenfertigung. Der Rest ist verboten. Alter, okay. Da wäre ich komplett lost. Eine Nacht in dieser Kälte würde mich einfach schon killen. Was ist mit den beiden, die noch nicht zurück sind? Sie sollten sich allein der Probe stellen. Ihr Leben oder Tod. Die Rückkehrer wissen, dass die Weißzähne sie begleiten. Die Verschollenen wissen, dass die Weißzähne sie ehren. Wie großherzig. Du bist aus Ban-Ur. Weißt du was über Aratak und Urea? Starke Namen, wirklich. Es gibt viele Lieder. Aber es gibt einen Grund, warum sie im Schnitt und nicht bei den großen Verak sind. Diese Obsession mit Donnerkamm wird ihr Untergang. Okay. Haben wir nicht so viel zu erfahren. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt noch die zwei vermissten Jäger. Ich glaube, ich möchte denen helfen. Suchst du nicht nach deinen vermissten Jägerinnen? Bei Zeiten. Nach Monaten trägt das Schmelzwasser die Körper zurück. Unglaublich. Vielleicht leben sie noch. Dann suche ich nach ihnen. Auch wenn sie noch leben sollten, werden sie Hilfe nicht annehmen, Fremde. Für uns ist Überleben heilig. Auf nichts anderes ist Verlass. Mal sehen. Ja, wenn das Überleben heilig ist, dann wollen die vielleicht auch überleben. Und wenn die es nicht alleine schaffen, dann... Sie lassen Leute sterben. Es macht mich traurig, dass die jungen Jäger auf... Genau das. Die Überlebenden. Finde die vermissten Jägerinnen. Das ist hier hinten ganz. Schließe die Prüfung im Jagdgebiet ab. Finde ein Schienenteil. Okay, wir haben jetzt eine ganze Menge Quests und viel zu tun auf jeden Fall. Wir werden jetzt mal so eine Runde machen. Also ich werde hier oben lang gehen, diese Sache hier, glaube ich, machen. Dann über ein Jagdgebiet und diese Quest und so weiter. Und dann kehren wir irgendwie langsam wieder nach unten zurück. Und wenn wir dann, glaube ich, so zurückkehren, können wir, glaube ich, auch mal den Langhals überbrücken. Aber das wird jetzt, glaube ich, eine ganze Weile dauern, bis wir das alles durch haben. Vor allem, weil ich das, weiß ich noch, dass die Jagdprüfungen nochmal echt krass waren. Wirklich, wirklich schwierig. Als ich hier das erste Mal war, hatte ich wirklich meine Probleme mit vielen Jagdprüfungen. Weil die Zeit echt knapp war. Keine Ahnung mehr, worum es nochmal da ging. Ich sollte mir was markieren, ansonsten laufe ich schon wieder echt doof. Oh, hier ist sogar noch so ein Turm. Und hier haben wir natürlich auch noch Sachen.
Ja, ich, oh Gott, oh Gott. Ich weiß schon nicht mehr, wo ich als erstes hingehen soll. Ich laufe jetzt erstmal in die Richtung. Langsam, langsam. Nee, ich mache das ja extra. Ist voll lustig, runter zu sliden. Ich mag das. Was denn? Achso, Plünderer. Ein dämonischer Plünderer. Nee, mach mal nicht. Da ehrlich gesagt nicht so Interesse dran. Wir müssen jetzt erstmal Blauguns sammeln, damit wir auch bald die Rüstung kaufen können. Halt's auf! Ich dachte, drei Pfeile reichen. Ja, das haben wir überlebt. Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Genau. So. Jetzt sind wir damit auch wieder voll. Jetzt müssen wir das Blauglanz suchen. Irgendwo hier soll es ja sein. Ich finde das cool, dass Aloy die ganze Zeit die Arme so verschränkt, weil sie so friert. Auch noch mehr Essen. Er braucht echt vier. Ja, das ist jetzt bitter. Na, jetzt habe ich ein verwundetes Tier einfach so ziehen lassen. Ist schon bitter jetzt. Was ist das? Also das haben wir letztes Mal noch gesehen. Ich glaube, das hat halt so einen Schlitten. Was das ist, weiß ich nicht. Warte mal, ist das hier jetzt das Banditenlager? Nee, das ist doch Kühnfels. Das ist da, wo wir gespeichert haben, dieser Qualm. Das hatte ich letzte Folge noch so vermutet, dass es das Banditenlager war. Was aber nicht. So, wo ist hier eine Maschine da? Mal kurz husten. So, da haben wir das Blauglanz. Einmal rausbrechen. Den nehme ich mit. Jo, so sieht's aus. So, hier ist aber noch mehr. Ich muss mir das immer nochmal neu markieren. Sonst finde ich das nicht. Damit ich ungefähr so ein bisschen die Höhe habe und den Bereich habe. Da ist er. Ach, ich liebe den Schnee. So schön. Ich hätte mal gerne wieder so einen Winter, wo so ein hoher Schnee war. Obwohl, letztes Jahr war das ja... weiß gar nicht, Januar, Februar oder sowas in dem Dreh. War dann nochmal so richtig, richtig fett Schnee. Und dabei lebe ich ja sogar im Norden. Also nicht ganz im Norden, aber so nördlich ist Deutschland. Da, wo es eigentlich nicht so oft schneit. Noch eine Frostklaue. Wir bereiten uns besser vor. Was? Wo? Wo siehst du die? Ich sehe nur diese Maschinen. Oh, da. Okay. Seid ihr dämonisch? Nee. Dann kann ich mir nämlich zumindest so ein Lanzenhorn snacken. So, Werkzeug lädt jetzt auf. Wo ist er hin? Da hinten steht er irgendwo hinter einem Berg. Ne, Aloy? Alles cool. Okay, unser Lanzenhorn battelt sich da schon. Hat unser Lanzenhorn verloren? Jetzt ist er low. So, das ist aber unseres, ne? Ja. Okay, Oh. Jetzt schnell nachsetzen. Nice, getroffen. Und kaum noch Klebebomben. Ob das trifft? Das wird schwer. Könnte aber auch getroffen haben. Feine Sache. Das ist echt eine super Strategie. Aber dazu braucht man auch den Damage. Also von so einer Kleobombe. Also das Ding macht ja 277 Schaden. Ansonsten läuft das nicht. Unser Schaden reicht halt gerade so aus, um das, um diese Strategie zu verfolgen. So, jetzt habe ich diesen Bären nicht mehr im Target. Wo ist der hingegangen? Das können wir wegmachen und da ist unser nächstes Ziel. War hier hinter dem Berg, glaube ich. Moment. Wir können dich doch jetzt reparieren, oder?
Ach, mit C macht man das, okay. Das haben wir noch nie gesehen, deswegen machen wir das jetzt einmal. Boah, dauert das lange. Okay, das glaube ich kann man nochmal skillen. Und das ist echt teuer, wenn man sich das so anschaut. Wie viel man da einsetzen kann. Ein Moment. Boah, da musste ich kurz niesen. Mein Gott. Repariere und überbrückte Maschinen mit Metallscherben. Erhöht Reitmaschinengesundheit und Reparaturgeschwindigkeit. Genau, das kann man nochmal erhöhen. Aber ich hatte nicht gedacht, dass das Lanzenhorn halt so teuer ist, das zu reparieren. Aber ich wollte es euch ja unbedingt mal zeigen. Ist an sich eine super coole Mechanik, aber dafür ist mir die Maschine halt nur so regional verfügbar und das bringt mir da nicht so viel. Oh, kommt der Bär nochmal? Das wäre ja super. Was haben wir denn gegen den Bären immer gemacht? Das letzte Mal. Ich glaube, wir haben einfach die Dinger explodieren lassen mit Kleobomben, ne? Frostklaue, genau. So ist das Ding. Oh, da ist noch so ein Ding. Moment. Da kannst du mir noch gegen den helfen. Oh. Einfach Schaden. Passt schon. So teuer. Aber ist effektiv. Moment. Gott. Ich wollte euch ja unbedingt mal das Blitzteil hier zeigen. Habe ich jetzt gerade andere Probleme. Ich weiß auch nicht, wie viel Blitzschaden wir... Alter, lass mal den Kram aufmachen, öffnen. Ist ja nicht so geil von dir. Aua. Ja, wir machen kaum noch Blitzschaden, leider. Der ist zu resistent dagegen. Das bringt hier nichts. Schade, aber... Oh Gott. Hat der viel Energie, ey. Holy shit. Aber es geht. Also vom Damage her und so weiter sind wir jetzt stark genug gegen das Teil. Das passt schon ganz gut. Sieht ein bisschen komisch aus. Diese Rillen. Ob das an meinen Grafikeinstellungen liegt? Keine Ahnung. I don't know. Mit bearbeitetem Metallblock gleich 3 Stück. Kühlsaft, Echolyse, Zünder. Meh. Nicht wirklich das, was ich brauche. Ich brauche mal eine Maschine, die mir genau diese beiden Sachen gibt. Lohe und Metallgefäß oder wie die Dinger heißen. Ah, genau. Das ist immer so cool. Butsch. So. Hier ist auf jeden Fall irgendeine Struktur oder so, aber es sieht nicht so aus, als könnte ich da reingehen. Aber hier gibt's. Oh, da gibt es einen Datenpunkt. Nice. Unser erster, glaube ich, ne? Oder zweiter? Wir hatten schon mal... Nee, okay. Der oft von den normalen Datenpunkten der erste auf jeden Fall. Frozen Wilds Textdatenpunkte Welt. Letzter Grizzly stirbt im Nationalpark. Mammoth Hot Springs, Wyoming, 23. November 2051. Auch schon mal ganz gut. Wir sind in Wyoming. Das, glaube ich, habe ich auch schon mal so ein bisschen erwähnt. Ein ganzer Kontinent trauert heute gemeinsam um das Ende einer großen Tierart. Sergeant, glaube ich, Woolly Knickers. Oh Gott, ich versuche das Englisch auszusprechen, das geht gar nicht. Der wohl letzte Grizzlybär Ursus Arctos Horribilis wurde von Aufsehern im Yellowstone Park
an der Mündung vom Yellowstone River und Torofair Creek tot aufgefunden. Die traurige Erklärung für sein Ableben ist das Schicksal einer Partnerin Elvira, die wenige Monate zuvor nach einer Virusinfektion verstarb. Ja, genau. Im Jahr 2050 wurden während ihres Aufenthalts im Lincoln Park Zoo in Chicago DNA-Proben beider Bären entnommen, mit ihnen unternommen. Klonversuche waren aber nicht erfolgreich. Zoowärter setzten die beiden vor einigen Monaten wieder in der Wildnis aus, da sie hofften, dass ein weitläufiges Gebiet für Nachwuchs förderlich sein könnte. Und scheint wohl nicht schnell genug. Naturschutzmaßnahmen um die Jahrhundertwende zeigten anfänglichen Erfolg bei der Wiederverbreitung der Bären. Im Jahr 2017 wurde die Spezies vom Innenministerium der Vereinigten Staaten nicht mehr als gefährdet gelistet. Das müsste doch vor Spielrelease gewesen sein. Obwohl, doch, 2017 kam das Spiel raus. Das muss aber Anfang 2017 gewesen sein, weil das Spiel kam irgendwie Februar, März so um den Dreh raus. Ich glaube, Ende Februar kam das Spiel raus, so ähnlich wie jetzt auch Forbidden West rauskam. Also irgendwie sowas in der Richtung. Ich gehe davon aus, dass sie jetzt was reingebracht haben, was einfach damals aktuell war. Obwohl, das ist ja auch das DLC. Das DLC kam ja dann erst gegen Ende 2017 raus. Also kann das auch mittendrin irgendwann passiert sein. Gefährdet gelistet, genau da. Doch das Versiegen von Nahrungsquellen und verkürzte Winterschlafzeiten stellten nach wie vor eine Bedrohung dar und die Anzahl der Bären verringerte sich in der Ära des großen Sterbens schnell. Der Grizzly steht hier jetzt auf der stetig anwachsenden Liste nordamerikanischer Arten, die ausgestorben sind, gemeinsam mit dem Puma, dem datenbeschädigt. Okay, dem Puma, dem, ich glaube, die ist eine Aufzählung von ganz verschiedenen Kreaturen, die alle ausgestorben sind. Ich habe gerade eine Vermutung. Sammelobjekte Frozen Wilds. Vielleicht. Also das hier ist ein Grizzlybär. Vielleicht dann auch gleichzeitig dieser Bison. Und vielleicht finden wir hier noch dann dementsprechend einen Puma. Und noch drei weitere. Sind das dann einfach die Tiere, die ausgestorben sind hier im Yellowstone Nationalpark? Und ich glaube, wenn wir hier im Yellowstone Nationalpark sind, dann könnte das dementsprechend auch der berühmte Supervulkan sein. Im Nationalpark von Yellowstone gibt es nämlich mehrere heiße Quellen, nämlich so eine, die wir auch da vorne bei Sangesgrund ja schon gesehen haben, vorletzte Folge. Und da gibt es auch einen Vulkan, der, ich glaube, inaktiv ist oder semi-aktiv. Und da hat man schon ein bisschen Schiss vor. Also wenn das Ding nochmal ausbrechen sollte, das hat er ja schon mal. Ist aber dann schon, lass mich lügen, 700.000 Jahre oder so her. Irgendwie sowas in der Richtung. Ist der Vulkan ausgebrochen. Ist jetzt nicht der größte Vulkan, der jemals ausgebrochen ist, aber einer der größten. Aber ich glaube, das ist der Vulkan. Das hört sich an wie ein Wolf gerade. Also der Vulkanausbruch, der glaube ich am längsten zurückliegt. Von dem wir wissen. Irgendwie so. Aber alles gefährlich Halbinformation, wenn ihr euch informieren wollt, ne, bitte mal selber machen. Mal selber nochmal nachchecken, bevor ihr eben meinen Sachen hier Glauben schenkt. Dann will ich diesen Blausalz mal vorsichtig abbrechen. Aber so roundabout. So, sehr schön. Dann haben wir dieses Blauglanzgedöns hier auch bekommen. Was ist das? Okay, finde ein Schienenteil. Da gehen wir jetzt hin. Dazu müssen wir einmal so in die Richtung und dann zur Quest. Ich gucke mir das aber nochmal ganz kurz an. Überflutet für den Verog. Das ist das. Mr. Jägerin. Auftrag, das ist das hier. Ein Banuk-Schamane erzählte Aloy von einer Höhle tief im Norden, in der die Schamanen die Materialien für ihre Speere sammeln. Ah ja, genau, ich erinnere mich. Das war genau bei dieser heißen Quelle mit den Farben. War der Typ, der uns den Speer verstärken möchte. Oh, ist das cool hier. So ein Vogel kann man übrigens auch abschießen. Also, so ist nicht. Oh, schaff das mal. Ja, ich schaff's nicht. Meine ich jedenfalls, dass so anders kann. Meine Musik ist voll leise. Oh, es ist ein schöner Blick. Okay. Tagsüber ist es schon ganz schön. Aber wieso ist meine Musik so leise? Ich höre sie ganz im Hintergrund, aber... Mano, ist auch auf 100%.
Aber mein Sound stimmt. Die Musik ist so schön und ich höre sie trotzdem nicht. Damit. Als ob das immer noch da... Oh, achso, er ist auch wieder da. Als ob der respawned ist jetzt in der kurzen Zeit. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nie so wirklich aufgefallen, wie schnell so Monster respawnen. Aber das ist jetzt mal so ein bisschen messbar gewesen. Normalerweise läuft man ja an diesen Gegnern ja immer recht schnell vorbei. Nachdem man besiegt hat und geht dann weiter. Aber das wundert mich jetzt trotzdem, dass er schon wieder da ist. Besiegt ihn jetzt aber nicht nochmal. Soll reichen für die Folge. Ich denke nämlich, wir erwarten noch ein paar andere Gegner. Und ich möchte unbedingt diesen Speer hier ausprobieren. Beziehungsweise, keine Ahnung. Wie nennt sich das Ding? Ein Sturmbolz, ein Banuk-Sturmschleuder. Auch wieder eine Art Schleuder. Ein Gewehr. Finde ich. Finde das cool, das Teil. Sieht stylisch aus und so, aber es ist halt schwach. Da ist halt noch nichts drauf. Wie viel Strom macht das? 15 nur. Da macht unser Pfeil, macht schon 43. Und eigentlich sollte das Ding besser sein als der Pfeil, denke ich. Weil vom Pfeil können wir 3 Dünger verschießen. Okay, das sieht gut aus. Achso, ich dachte gerade, was macht denn der Bär da? Das muss die Höhle sein, von der Schamane sprach. Als ob es hier Eisbären gibt. Und auch nicht natürlich. Oh. Und vor allem sind da Pirscher anscheinend unterwegs. Wenn ich die Minen da schon sehe. Okay, das scheint hier auf jeden Fall das Ding zu sein. Oh, da können wir runter. Das machen wir. Sieht sau cool aus. Richtiger Bunker eigentlich, ne? Will ich mich da jetzt runterseilen? Das ist eine gute Frage. Ich mach das erstmal so. Oh Gott. Runterfallen, Aloy. Ist ein bisschen fishy. Aber das hat mir schon meinen Arsch gerettet, deswegen machen wir das nochmal so. Ja, da haben wir das Problem. Okay, noch sehe ich keine Bewegungen. Hier ist einer der Metallvögel. Hier ist am Brummen ist. Einer der Metallvögel. Ach so, hier. Oh, sehe ich jetzt erst. Das ist so ein Jet. Wie cool. Das ist ein Jet-Hangar. Und dann werden die hier irgendwie per Fahrstuhl halt hochgefahren. Also, kann ich euch das vorstellen. Das sind immer so auf Schienen und dann werden die da hochgefahren. Und dann, da ist so ein Fahrstuhl eigentlich. Und dann können die da so als Senkrechtstarter vielleicht sogar starten. Weil so eine richtige Landebahn habe ich da jetzt nicht gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach Senkrechtstarter sind. Aber dazu müssten doch auch irgendwie Antriebe zu sehen sein unten, oder? Mein Fokus könnte etwas finden, das mir entgangen ist. Ja, chill mal. Ich habe mich doch noch gar nicht umgeguckt, Aloy. Wir können ja gleich noch den Fokus einsetzen. Aber erstmal looten. Und wir haben doch hier auch noch Objekte, wo wir lang können. Ah, ist doch eine Tür. Kann man durch die Tür durch? Ah, nee, die ist kaputt. Die hängt schon aus den Angeln. Aber dahinter ist eine Nachricht und so. Da komme ich sonst nicht hin. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Da oben ist was. Tierfigur. Oh, nice. Und das? Plattformkonsole. Steuerinterface für die Maschine ein wenig bewegen könnte. Für die Drohnentransportplattform. Ah ja, wie können die bewegen? Holy shit, okay. Da müssen wir auch irgendwie hin, um in den Raum zu kommen. Okay, gehen wir erstmal zu dieser. Ups. Einmal hoch. Zu der Konsole. Mal schauen. Aktiviert die Konsole.
Dass das noch funktioniert, gefällt mir. Ah, dann können wir auch zu der Tierfigur. Hm, wohl doch nicht fest verankert. Jetzt kann ich hinüber. Ja, ganz genau. Und hepp. So, Tierfigur. Das ist ein Hirsch oder so. Tierfigur 5. Zeigt ein schlankes Tier mit Geweih. Ja. Das scheint irgendeine Art Hirsch zu sein. Aber das ist auf jeden Fall alles hier von 2042. Montana Recreations und so. Und hepp. So, und jetzt kann ich hier auch hin. So, und hier haben wir noch Neuerrichten. Oh. Es einstellen. Ah, okay, sowas wieder. Gibt's also auch im DLC nochmal. Oh, hier kann ich aber nicht runter. Hm, erstmal gucken wir uns das hier an. Oder Schloss Zurücksetzung. Wenn diese dämlichen Techniker denken, sie könnten einfach hier reinkommen und an den Drohnen herumfuschen, haben sie die Rechnung ohne mein Pflichtbewusstsein gemacht. Ich setz mal das Holoschloss zurück. Echo, Sierra, Echo. Was soll das jetzt heißen, du setzt das zurück? Ist es denn noch immer noch das da? Für Zugangssicherheitschef Blevins kontaktieren. Oh, Blevins ist das hier auch gewesen. Habe ich gerade gar nicht gelesen. Ich mache jetzt einfach mal das, was da links steht. Ja. Geht doch. Ich dachte schon, der hätte das irgendwie, keine Ahnung, verändert oder sowas, aber nö. Das passt schon. Okay. Was noch eine coole Mechanik wäre, weil das, wir können jetzt einfach mit irgendeinem Fokus das hier alles sehen und hacken. Und dabei ist es ja ein Fokus aus, keine Ahnung, irgendeinem Bunker von irgendeinem Familienvater. Wäre cool gewesen, bräuchte man manchmal andere Fokusse. Zum Beispiel, wir bräuchten jetzt erstmal einen Fokus von einem Mitarbeiter, der hier gearbeitet hat. Oder generell halt aus diesem DLC. Also dieser Blevins zum Beispiel. Wenn wir seinen Fokus hätten, dann hätte ich die Berechtigung, auch mir solche Sachen anzugucken. Also so eine Mechanik wäre, glaube ich, auch nochmal ganz cool. Dass man sozusagen einen Generalschlüssel braucht, um dann halt viele andere kleinere Schlüssel zu finden und zu bekommen. Wäre nochmal eine Mechanik, die nicht nur gameplay-technisch, glaube ich, das nochmal ein bisschen aufwerten würde. Obwohl, ich weiß nicht, ob abwerten, das könnte natürlich auch abwertend sein. Vielleicht ist das zu nervig und so, das muss man echt abwägen mit einem Team. Ob's, das ist nur so eine dumme Idee jetzt gerade von mir gewesen. Könnte etwas sein, das mein Fokus erkennen würde. Ja, zum Beispiel diese Nachricht da vorne. Ja, wie gesagt, das muss so ein Team abwägen, ob das cool ist oder ob das eher hinderlich ist. Aber storytechnisch oder lore-technisch würde es, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn machen. Zumindest in meiner Welt. Ich keine Ahnung, vielleicht verstehe ich das ganze System auch falsch. Ich verstehe Mr. Blevins. Ich wollte keinen Haufen fliegender Kameras. Ich will Sicherheit, keine Überwachung. Und Sicherheit heißt Feuerkraft. So wahr Gott mein Zeuge ist, ich werde nicht mit Platzpatronen schießen, falls und wenn ein schwerer Terrorakt diese Einrichtung entweiht. Was? Wovon redet er? Ich verstehe das nicht so ganz. Okay, gucken wir mal weiter. Niemand war hier, seit sie hier eingeschlossen wurde. Ah ja. Hier sind die anderen... Flieger sozusagen. Einen Moment. Können wir noch einen mitnehmen? Oh, da ist noch eine Nachricht. Coole Sache. Eine Textdatenpunkt diesmal. Schmeiß ihn raus. Von Harris Bonner. Okay. So, Questdatenpunkt. An Kenny Chow von Harris Bonner. Betreff. Schmeiß ihn raus. Kenny, verstehe es ja, okay? Wirklich. Ferro ist Förderer von Firebreak, Blevins ist Ferros Schoßhund, alle kriechen sich gegenseitig in den Hintern, bla bla bla. Aber wenn du Blevins erlaubst, vor Ort zu bleiben, dauert die Installation doppelt so lange, wie das Budget reicht. Und ich weiß nicht, wie tief die Taschen von Firebreak sind, aber definitiv nicht endlos tief. Wir haben gerade die gesamte Flotte neu kalibriert, die gesamte Flotte, Kenny, und du fragst dich bestimmt warum.
Oh, Kenny, gut, dass du hypothetisch gefragt hast. Blevins war mir mit der Grundverhaltensroutine der Sicherheitsdrohnen unzufrieden. Du weißt schon, die er selbst ausgesucht hat. Nicht aggressiv genug, meint er. Ihm wäre nicht mal ein Rottweiler auf einer interkontinentalen Rakete aggressiv genug. What the fuck? Ist das ein Vergleich? Also haben wir etwas Kampfverhalten hinzugefügt und das war echt nicht einfach. Und sie konnte somit quasi kriegsbereit gemacht. Und sie. Achso, da fehlt einfach ein Wort, weil das hier vorne schon war. Also wir haben etwas Kampfverhalten hinzugefügt und sie somit quasi kriegsbereit gemacht. Überleg dir das doch mal, Kenny. Kampfdrohnen mit allerneueste Technik, die in der verlassenen Wildnis nur damit Blevins auf Kosten von Firebrick Krieg spielen kann. Ich flehe dich an, Kenny. Finde einen Weg, ihn vom Hangar fernzuhalten. Bitte, Harris. Aber es ist Harris Bonner und nicht General Harris, glaube ich. Weil Harris war, glaube ich, von dem anderen der Nachname, oder? Das ist jetzt der Vorname? Wäre aber auch komisch, wenn das nicht derselbe Harris war. General Harris. Sagt man General Harris? Sagt man General... Ich könnte mich mit meinem Fokus umsehen. Ich würde sagen, man sagt immer den Nachnamen nach General. Ja, okay, jetzt gucken wir uns mal den Fokus an. So, da. Das brauche ich. Ah, das Teil hier an der Seite. Montageschiene. Magnetische Klammerschiene zum Anbringen von Geschützen. Ach so, das ist so einfach so ein Magnet und dann kann man zack eben schnell ein Geschütz dran machen. Montageschiene. Sollte leicht abgehen. Sehr gut. Ich zeige das dem Schamanen in Sangesgrund. Ja, da wollen wir mal zurückgehen. Verlasse den Drohnenhangar. Jo, machen wir. Oh shit. Die kommt jetzt erst, natürlich. Und jetzt sind meine Minen nicht mehr da, oder wie? Hilft das wohl bei denen? Ja, ist viel zu schwach. Das ist leider so, das Ding ist noch viel zu schwach. Es bringt gerade nichts, das einzusetzen. Ich muss mich immer voll heilen, ansonsten bin ich am Arsch. Als ob der da jetzt einfach vorbeigelaufen ist. Okay, das bringt auch nichts. Kleberminen bringen mir gerade nichts, weil ich die nicht treffe. Neo. Sehr gut. Ist schön reingelaufen. War das nur der eine? Ich dachte, ich hatte zwei gesehen. Aber ich war schon überrascht davon, dass mich kein zweiter angegriffen hatte. Daher wird es wohl doch nur der eine gewesen sein. So, Spulen sind schon wieder voll. Nice, so kennen wir es doch. Modifikation. Verlegen. Viele Grünspulen mittlerweile wieder bekommen. Was ist denn da los? Sind hier im guten Gebiet. Dann kriegt man so einen Schmu. Okay, damit sollten wir hier alles haben, wa? Oder was liegt da hinten jetzt noch? Einen Moment. Achso, okay, ist rot geworden. Ist doch nur ein Pilz gewesen. Na dann mal wieder raus. Ein Pirscher geht ja echt voll klar. Ich dachte echt, da kommen zwei. Ich meine, ich musste trotzdem irgendwie zwei, vier Tränke einsetzen. Ne? Ja. Bin ich auch schon heiß drauf, unseren Speer endlich mal zu verbessern. Damit wir damit mal ein bisschen mehr Schaden machen können. Aber bis dahin, bis wir wieder in Sangesgrund sind, glaube ich, dauert das noch ein bisschen. Wir werden uns jetzt gleich erstmal zum Jagdgebiet begeben. Beziehungsweise mal diesen Weg hier hoch. Was haben wir denn hier? Letzter Wunsch. Heute ist ja ein richtiger Lesetag. Oh Sonne, das ist wahrscheinlich meine letzte Aufzeichnung in diesem kalten, freudlosen Land. Die gestehe ich mein Fehler ein, damit dem weitgereisten Aram... Achso, das ist ein... Das ist keine Nachricht von den Alten. Das ist eine von den... Ja, wahrscheinlich Banuk oder so. Oder ein Karja oder sowas.
Dir gestehe ich meinen Fehler, dem weitgereisten Aram nacheifern zu wollen. Jedoch ohne seine Erfahrung oder Schneeschuhe. Und doch habe ich immer davon geträumt, das Land der Banuk mit eigenen Augen sehen zu können. Wegen meines Leichtsinns wurde ich von Schneestürmen gepeinigt, von den Maschinen gejagt und wohl bis an die Tore von Ban-Ur getrieben. Ich habe die Hoffnung, dass es oberhalb der Wachtümer... Hä? Gibt? Oder meint er, dass es oberhalb Wachtürme gibt? So wahrscheinlich. Und die Banuk eine Reise nicht seinem Schicksal überlassen. Aber der Wind erstickt meine Rufe nach Hilfe und jedes Signalfeuer ist schnell erloschen. Meine einzige Hoffnung ist es, zusammengekauert auf ein Ende des Sturms zu warten, auch wenn meine Verfolger sich nähern. O Sonne, soll dies mein Ende sein? Ertrage bitte Sorge dafür, dass meine weltlichen Besitztümer gleichermaßen zwischen meinen 5 Cousins aufgeteilt werden und mein Blumengarten in Lichtenmarkt regelmäßig zu meinen Gedenken gegossen wird. Die Rossglöckchen 2-mal am Tag. Der kommt aus Lichtenmarkt, das ist eindeutig ein Karja und der wollte wohl diesem Typen es gleich machen, also diesen Aram, weitgereisten Aram, von dem Aram, glaube ich, haben wir schon mal einen Text gelesen, der dann durch die ganzen Völker und so weiter gereist ist und davon berichtet hatte. Das war ja sehr interessant. Der hat ja so heftig über die Nora abgelästert, dass wir ein richtig schlimmes Volk sind. Und hier haben wir wieder ein Tor und damit wieder die Grenze des Gebiets erreicht. Ich kann meine... Eigentlich kann ich fast gar nichts mehr spüren. Ja. Das muss schon kalt sein. So, und ich gehe davon aus, dass hier hinter dann so richtig das Land der Banuk erst anfängt. Das ist hier erst der Schnitt. Der ist einfach nur... Ja, so ein bisschen, wie haben wir das gesagt? Also die Banuk sind ja eigentlich hier und so zum Teil noch hier, so ein letztes Dorf ist ja hier dann noch gewesen. Banuk Lager, das ist auch noch nicht mal ein Dorf, das ist wirklich wahrscheinlich Sagensgrund. Das ist das südlichste Dorf dann wahrscheinlich von denen. Das Banuk Lager kann man ja wirklich nur als Lager bezeichnen. Und genau, das Nora-Land ist ja eigentlich bis hierhin. Eigentlich ja noch bis, zu dem Ort. Wo sind wir denn? Ich kann das hier drauf gar nicht so ganz erkennen. Aber hier war irgendwo noch ein Dorf. Damals war hier eine verdorbene Zone. Ich glaube, das war hier bei diesem Lagerfeuer. Ach doch, hier. Genau, da ist ein Gebäude. Dieses Dorf hier. Das ist, glaube ich, auch das Dorf, wo ursprünglich mal Rost herkam. Und das ist ja damals auch noch heiliges Land gewesen. Mittlerweile ist hier aber alles zerstört, dadurch ist das hier mittlerweile Mutterkrone hier das letzte Dorf. Und ab hier, das ist, ja keine Ahnung, einmal so ein Kriegsgebiet. Weil die Karja, als die roten Raubzüge waren, haben die das ja alles zerstört. Und so wie das Gebiet der Nora zerstört ist und nicht mehr so richtig Nora-Land ist, aber ja, eigentlich schon ist der Schnitt, also dieses große Gebiet, eigentlich auch noch Danuk-Gebiet, aber hat halt unter den roten Raubzügen gelitten. Eine kleine Zusammenfassung meinerseits. So, okay. Wie komme ich jetzt zu dem Ding? Das sieht alles sehr, sehr uncool aus hier an der Stelle. So viel zum Thema Sicherheit. Ich gebe ja schon mein Bestes, Aloy. Mecker hier mal nicht rum. Beginne die Jagdprüfung. Jo, alles klar. Wir sind schon nahe noch dran. Da ist unser Loot. Sehr gut. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 15. Oh, sehr schön. Ich wette, wir bekommen durch die Jagdprüfung auch noch ein bisschen was. Und ich glaube auch, dass wir noch ein bisschen Blaugans brauchen für die Waffe. Also die Waffe hier, die Orea uns gegeben hat und dann die in einer epischen Variante. Die hätte ich nämlich noch ganz gerne. Oh, ist so schön hier. Und yippie. Ja, noch ein bisschen Schwung. Oh, schade. Dass sie manchmal aufgehört, finde ich ein bisschen schade. Ja, jetzt geht's ab. Das ist aber ein bisschen schneller. Das wäre richtig lustig. Richtige Rutschpartie. So, hatten wir hier noch mehr. Ja, wir hatten hier noch mehr. Und da ist die Jagdprüfung. Also holen wir uns die beiden erst. Bevor wir uns die Jagdprüfung gönnen. Gott, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Hier sind überall Berge. Also, logisch. Ich habe übrigens Interesse halber nach der letzten Folge mal nach den Rocky Mountains gegoogelt, wie genau die überhaupt aufgebaut sind. Und die gehen echt weit in den Süden. Also ich glaube, die Rocky Mountains sind das ganze Gebirge hier. Alles, was man sieht.
Nur, dass halt ein Gebirgszug so richtig nachempfunden wurde. Also 1 zu 1, wenn man das ein Bild anschaut und dann halt das Ingame sieht man, ist 1 zu 1 dasselbe Gebirge. Aber ich glaube, selbst das hier alles sind noch die Rocky Mountains. Also wenn ich das richtig gedeutet habe, ich hatte jetzt keinen Ländernamen, aber das scheint durch die komplette USA von Kanada aus bis durch die komplette USA von Norden nach Süden ein riesiger Bergszug zu sein. Wusste ich selbst nicht, dass hier, ich wusste, dass die Rocky Mountains groß sind. Aber ich wusste nicht, dass die, also wie die genau aussehen, also beziehungsweise verlaufen. Ich habe gar kein Sound mehr. War die Sounddatei irgendwann Ende? Ich bin weitergerutscht. So, wie komme ich da hin? Das ist ja echt ein bisschen knifflig. Ich glaube, entweder hätte ich von da oben hätte kommen müssen. Oder es gibt hier einen Weg. Habe ich aber nicht gesehen. Oder das ist beim Jagdgebiet da hinten weiter. Ich glaube, wir machen erst das Jagdgebiet. Und dann kümmere ich mich um die Dinger. Dann ist das wahrscheinlich auch das Letzte der Folge. Wir sind jetzt bei 40 Minuten. Autsch! Wenn ich die Jagdgebiete jetzt mache, ich werde die wahrscheinlich cutten müssen. Weil ich denke, ich werde echt Probleme haben. Ein guter Ort, um mir bei den Banuk einen Namen zu machen. Ich lasse euch beim ersten Versuch halt immer mit drin und danach seht ihr den finalen Versuch, würde ich sagen. Irgendwie so machen wir es wahrscheinlich. Ich habe das ja immer bei jedem Jagdgebiet habe ich es irgendwie anders gehandelt. Entweder habe ich euch komplett drin gelassen. Also wenn ich jetzt hier Schnitte sehe, vielleicht mache ich das auch wieder, keine Ahnung. Oh, wir haben hier sogar fort einen Händler. Wait, dann können wir mal ganz kurz gucken. Oh, hier kann man nur das blaue Ding kaufen. Warum kann man denn hier nur das blaue Ding kaufen? Wir brauchen eine Frostklauen-Linse. Oh, wir müssen nochmal Frostklauen farmen. Hm, das finde ich jetzt schade. Warum gibt es hier nämlich das lilane nicht? Woher kriege ich das lilane Ding? Oh, war das da? Oh, das kann gut sein. Ich glaube, ich habe eine Idee, wo man das lilane herbekommt. Dann müssen wir da vielleicht demnächst auch nochmal hin. So, das könnten wir uns rein theoretisch jetzt kaufen. Aber ich möchte darauf sparen. Das hätte ich doch ganz gerne. Auch wenn das Eisschutz bringt, dass man den Feuerschutz, also sozusagen gegen Versänger, gegen die Frostklauen und dann gegen alles. Und ich bin für alles. So, kaufen wir nochmal ein paar Lore-Dinger. Die werden wir jetzt brauchen in der Jagdprüfung, gehe ich mal von aus. Metallgefäße geht doch klar. Grasprobenkiste. So, was haben wir hier? Das ist auch alles Blauglanz gewesen. Naja, okay. Es gibt aber noch in Meridian, glaube ich, einen Händler, wo man Blauglanz bekommen kann. Durch irgendwelche Linsen oder so. Vielleicht sollte ich das auch mal machen, um mal mehr Blauglanz zu kommen. Blauglanz ist voll der... Waffen hier nicht benutzen. Sorry. Blauglanz ist voll der Zungenbrecher. Ja, wo steht denn jetzt hier der Dude? Der important ist. Wie sehe ich den nicht? Ach, da unten ist der ganz. Als ob, wieso? Nee, du musst das sein. Hüterin. Uriah sagt, ich soll an den Prüfungen teilnehmen. Uriah, ja? Sie hat noch nie jemanden geschickt. Und welchen Grund hat dein Training? Das frage ich jeden Banuk, der zu den Prüfungen will. Ich fordere Aratak heraus, um Häuptling des Verax zu werden. Dann mach dich besser bereit. Okay. Du siehst aus, als hättest du viel erlebt. Oh, das ist alles schon lange her. Ich war vor langer Zeit eine der Donnertöchter, als es sie noch gab. Eine Weile haben wir Ban-Ur auf den Kopf gestellt. Aber nicht ewig. Einige fielen im Kampf oder wurden in Ungnade verstoßen. Beides ruhmreich, finde ich. Andere traf es schlimmer. Schlimmer? Sie wurden alt. Und alle Regeln und Traditionen, die sie bekämpft hatten, lebten fort. Darum sollen die von mir trainierten Jäger jung bleiben. Die Donnertöchter? Okay, da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr nachfragen. Wie laufen die Prüfungen denn ab? Ohne Kaja-Medaillen. Ich hatte welche, bis ich damit meine Stiefel geflickt habe. Stattdessen trittst du gegen die Bestzeiten anderer Banuk-Jäger an. Ein zweiter oder sogar dritter Platz macht aus deinem Namen eine Legende. Und wenn ich Erste werde? Abwarten. Ja, stapel mal nicht so hoch, Eloy. Ich weiß, dass sie echt hart sind.
Jägerloge, können wir auch hier fragen, aber das mache ich jetzt mal. Du gehörst wohl nicht zur Jägerloge. Jeder Stamm sagt, er hatte als erster ein Jagdgebiet. Und alle sagen, die Kaja hätten es geraubt. Wer war dann der Erste? Unserer. Und die Kaja stahlen ihn euch? Genau. Nice. Jeder Stamm behauptet das. Ja, bin ich ja mal gespannt, ob es im Forbidden West auch Jagdgebiete gibt. Ich denke, es gibt da Jagdgebiete. Die müssen aber nicht unbedingt Jagdgebiete heißen. Die können auch irgendwie anders heißen. Aber es gibt wahrscheinlich wieder so Zeitprüfungen. Ich will zumindest hoffen, weil ich finde die richtig cool. Willst du mehr zu den Prüfungen wissen, dann erkläre ich sie dir. Okay, wir fangen mal an. Ich denke, vielleicht machen wir auch in dieser Folge nur noch eine. Je nachdem, wie gut es läuft. Also ich werde halt nicht über die Stunde drüber hinausgehen. Kontrollprüfung. Die Kontrollprüfung testet deine Fähigkeit, die Macht der Sturmschleuder zu nutzen. Nur die Klügsten verstehen diese Schamanenwaffen und nur die Mutigsten nutzen sie. Das ist schlecht. Oh Mann, brauche ich jetzt hier irgendwie schon die besseren Waffen? Weil... wenn wir Kontrollprüfung machen, brauche ich dann unbedingt das Schockding? Also muss ich es einsetzen? Die Kontrollprüfung testet deine Fähigkeit, die Macht der Sturmschleuder. Nur ja. Die Klügsten. Das sieht so aus. Rutsch am Seil hinab, wenn du die Prüfung beginnen willst. Es dauert etwas, die Maschinen vom Pass in die Arenen zu locken. Begib dich dann hinab. Wait. Okay, wenn wir... nee, warte mal. Dann rede ich doch nochmal mit dem Händler. Holen wir uns doch das blaue Ding. Ach, können wir gar nicht. Wir brauchen dafür eine Frostklauenlinse. Vielleicht muss ich das nochmal verschieben. Ich werde es jetzt einmal probieren mit dem grünen Ding. Dann rüste ich das aber trotzdem noch kurz mal im... ach nee, wir haben sogar ein blaues. Das ist schon blau. Hm. Dann haben wir genau das. Dann will ich aber kurz nochmal modifizieren und da zumindest mal besseren Blitzschaden drauf machen. Wir haben hier noch 42%. Ist ja super. Da haben wir zumindest 21%. Ich glaube, 15 war es vorher. Wir machen damit aber echt gut Schaden, muss ich sagen. Also 68 Schaden pro Ding. Vielleicht geht es auch eher um den Schaden bei dem Ding an. Maschinen mit der Sturmschleuder erledigen. Oh, das geht wirklich um den Schaden. Aber ich hatte keine Schadensspule irgendwie mehr. Komischerweise. Doch hatte ich. Konnte ich aber nicht draufsetzen. Interesting. Guckt mal, warte. Machen wir mal leer. Hier habe ich nur die Blitzspule. Kann da keine Schadensspule drauf machen. Ist nicht modifizierbar. Ah, sieht man auch. Schaden ist nicht modifizierbar anscheinend. Ich könnte aber die Handhabung... ah, nee, konnte ich auch nicht. Ich habe auch nichts von Handhabung drauf gehabt. Ja, dann müssen wir es einfach damit erledigen. Okay, let's go. So, 6 Maschinen, ein Verwüster. Okay. Oh. Nice, Teil. Geile Sache. So, ein Verwüster. Das Ding ist cool. Fällt mir eigentlich. Okay, ich habe jetzt gerade ein bisschen Probleme. Den er zu erwischen vor allem. Weil mache ich nicht so viel Schaden mit dem Ding. Gold haben wir schon verkackt. Ich glaube, ich muss erst sowas hier machen. Und dann, wenn er low ist... sowas. Weißt du? Also wir töten das wohl mit dem Ding. Aber wir machen erst ein bisschen Schaden so. Dann sollte das gehen. Ist aber schon teuer. Vor allem der letzte... der schießt schneller als die davor. Auch interessant. Okay, aber ich verstehe jetzt zumindest die Waffe mal wieder.
hab ich dich. Ist nicht so ganz leicht, die Dinger zu treffen halt. Auch, ups. Okay. Also wenn ich den Füßler ziemlich low mache, dann sollte das auch vom Timing her passen. Mach jetzt nochmal voll. Leider kostet das halt echt extrem viel Munition, das Ganze. Aber wir haben auch gut Munition, muss ich sagen. Also die Munition, wie klar. Aber guck mal, Zünder, 25 Stück für, pro 5 Schuss. Nee, pro 13 Schuss. Ja, ist okay. Aber trotzdem. Ich habe jetzt gerade auch ein paar Mal hergestellt, obwohl das für die Verschwendung war. So, okay, das machen wir aber nochmal. Das schaffen wir schon. Dritter Platz beim ersten Mal. Dritter? Das stimmt. Man sollte dich nicht unterschätzen. Oh. Ich habe schon Bronze nur noch. Ich dachte, wir hätten zumindest noch Silber hinbekommen. Aber ich glaube, dann war ich doch noch viel zu langsam. Als ich Gold verloren hatte, war mir eh alles egal. Die Kontrollprüfung okay. Testet nur die... Ich zähle, wenn du es dauert. Ich habe einen Champion geschlagen. Das sollte sie zum Reden bringen. Ah, okay. Wir haben auf jeden Fall Hauptquest ein bisschen was geschafft, aber wir wollen ja alles machen und nicht nur eine Sache. Hauptquest ist da recht easy. Man soll das Spiel halt easy durchspielen können. Man muss sowas da nicht machen. Ich würde mal ganz kurz jetzt gucken wollen. Wo gucke ich das? Quests da. 55 Sekunden. Alter Vater. Das ist schon ein Brett. Das ist schon ein Brett. Okay. Da ist der Verwüster. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Wir haben noch zwei weitere Maschinen, die ich nicht unbedingt brauche. Aber wir fangen mal an. So, wie mache ich das jetzt am besten? Nee, hä? Na, verdammt, das ist schlecht jetzt. Scheiße. Ich komme hier. Vielleicht nicht. Die Kontrollen nur die. Es geht los, wenn du es dauert. Nervig, ne?
Sehr nützlich. Der Zeit. So hart. Das ist richtig hart. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Brauche ich später noch. Dritter Platz. Die Kontrollprobe nur die... Sie beginnt nach... Es dauert. Schwupps. Alter, die greift mich halt überall an. Das ist so eine Kackprüfung, ne? Ist doch schwer einfach nicht machbar, weil das Ding viel zu wenig Schaden macht. Das ist halt mein Problem. Auch viel zu wenig Schaden mit dem Ding. Was soll ich denn dagegen tun? Das weiß ich nicht. Uff. Wie soll ich das schaffen? Ich mache viel zu wenig Schaden. Das ist unmöglich.
Silber oder so. Das ist so hart. So hart einfach. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Oh Gott. Damit, ey. Ich seh mich doch noch nicht. Ganz ehrlich. Dritter Platz. Die konnten ja, nur die beeindruckend. Das ist Rutsch am Seitenstab. Guys, ey. Ich weiß nicht, ob ich das sehe. Ich habe es auf Silber jetzt geschafft. Nach weiß ich nicht wie viel Tries. Ich sehe Gold hier einfach nicht. Das ist so schwierig. Ich weiß, dass ich damals schon unendlich viele Probleme in diesem Gebiet hatte und jetzt weiß ich auch wieder wieso. Keine Ahnung, wie man das auf Gold schafft. Also man braucht echt viel Luck oder so, ich keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Das ist Platz 2. Besser als die meisten. Ja, besser als die meisten. Ich will das auf das Beste schaffen. Mano. Genug Prüfungen, erstmal. Komm. Ja, ja, laber mich nicht zu, Mädchen. Plus 8 Blauglanz. Nee, das ist das andere. Aufträge. Neben. Jagdgebiete, da. Alter, warum habe ich so viele? Aber egal, hier Stufe 40, das ist das. Ein Fertigkeitspunkt kriege ich nochmal. Alle Plätze erste. Alle ersten Plätze Kiste. Es gibt da nochmal. Eine richtig gute Kiste, glaube ich. Aber ich hatte so ein Schwein, das überhaupt auf Silber gerade zu schaffen. Die macht. Ja, also. Die Waffe ist einfach fucking weak. Das ist mein Problem. Dieser Sturmbolzen. Also, ich versuche ja schon mit meinen Sprengbomben die Leute jetzt mittlerweile zu schwächen. Bei den Wächtern bringt mir das nicht. Die sterben dann direkt sofort. Ich hatte sogar einen Plünderer ja gerade. First Kill. Also. Nach einer Bombe direkt gekillt. Mein Gott, ich kann nicht reden. Ja, und ja, weiß ich nicht. Also ich nur damit sehe ich leider momentan noch nicht. Also vielleicht können wir das mal machen, wenn wir eine bessere Waffe haben. Also wenn wir das Ding wirklich mal in Lila haben sollten und das irgendwie verbessern können. Weil der hat einfach nur einen Aufwertungsslot, was schon scheiße ist. Obwohl die Waffe blau ist. Und ich hoffe, dass der Lila jetzt zumindest 2 hat. Ich hoffe dann aber eher auf 3.
Ich würde es halt gerne irgendwie verstärken können. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich sehe das Ding nicht. Und ich sehe die Jagdprüfung da leider auch nicht. Also zumindest die erste jetzt nicht. Und ich glaube, die anderen beiden sind genauso schwierig, aber... also wie ich es schaffen würde, ich könnte den Schwierigkeitsgrad auf sehr schwer, von sehr schwer auf schwer oder normal stellen. Dann sollten die Gegner weniger Energie haben, dann sollte ich es easy schaffen. Und dann stelle ich ihn wieder hoch. Wäre eine Methode, die mir jetzt gerade so in den Sinn kommt. Aber ich will es eigentlich immer auf sehr schwer schaffen. Wollte ich damals auch und hab's dann auch irgendwie hingekriegt. Und daher sollte es ja möglich sein. Ich frage mich nur, auf ultra schwer haben die Gegner noch mehr Energie. Wie soll das dann alles gehen? Oh man. Ja, keine Ahnung. Ihr habt es ja jetzt gesehen. Den Schweil, wo ich Silber bekommen habe zumindest. Aber das ist so heftig. Also, die haben hier nochmal eine richtig krasse Herausforderung reingebaut. Soll uns jetzt aber erstmal genügen. Wir können aber ganz kurz nochmal eben kurz für unsere Belohnung da reingucken, was es denn dafür jetzt gab. Generell mal eben öffnen. Epilepsie zum Ende. Wuhu. Da ist nochmal ein paar lilane Dinger. Finde ich schon mal ganz cool. Schneewehen. Okay, ich keine Ahnung, ich habe da jetzt nichts so was Besonderes gesehen. Passt schon. Du möchtest mehr. Gut. Ja, aber ich verabschiede mich an dieser Stelle. Beim nächsten Mal sehen wir uns an dieser Stelle dann wieder. Dann beim nächsten Mal fange ich die anderen beiden Prüfungen an. Mal gucken, ob wir da vielleicht erfolgreicher sind. Ich gebe mich jetzt gerade schon mit Silber ziemlich zufrieden, muss ich sagen, bei dieser Prüfung. Gold können wir dann zum Ende des Spiels vielleicht nochmal nachholen. Ob wir dann so viel besser sind als jetzt, bin mir noch nicht ganz sicher, aber mal schauen. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Habt euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.